Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Starfield-Video. Wir sind jetzt auf dem Mars gelandet und machen unsere Terramorph-Mission weiter. Deprimierend ist gar kein Ausdruck. Das ist ein Drecksloch. Zeit ist Geld, Schätzchen. Wenn du also was sagen willst, dann sag's. Lass dir Zeit. Und wenn du Hilfe brauchst, frag mich einfach. Rechnung erhältst du im... Oh, du willst gar nichts ausliefern. Arbeitete. Dr. Walker ist schon seit einiger Zeit nicht mehr hier angestellt. Ein Jammer. Wir hatten sehr große Hoffnungen an Percival gesetzt. Ich habe ihn für medizinische und biologische Beratungen herangezogen. Nicht das, was die Handelsaufsicht normalerweise macht. Aber wir dachten uns, es hätte das Potenzial, eine ganz neue Art von Einnahmen zu generieren. Das hätte mich ich habe gewundert, jede wenn der Menge Eigenkapital in das Vorhaben investiert. Aber nach einem Problem beschloss er zu verschwinden. Ich vermute, die Miner haben ihn versteckt. Dieser Felsen hier hat ziemlich viele Spalten. Aber das ist wahrscheinlich auch am besten so. Dr. Walker hat eigene Arzneimittel hergestellt und verkauft. An unsere Kunden. Zum Selbstkostenpreis. Dies war ihm laut Vertrag ausdrücklich untersagt. Daher verlangten wir unseren Anteil am Gewinn und kürzten sein Gehalt. Vielleicht etwas zu stark, aber innerhalb gesetzlicher Rahmen. Dann verschwand er. Er hat seine Pflicht vernachlässigt und seine Schulden nicht bezahlt. Nicht nötig. Die Handelsaufsicht hat kein Interesse daran, derart unzuverlässige Personen zu beschäftigen. Aber wenn du ihn dazu bringen könntest, seine Schulden zu begleichen... Ich verabscheue die Handelsaufsicht. Ist es wirklich nötig, dass wir ihr helfen? Das hätte ich nicht besser sagen können. Schade. Vielleicht könnte ein kleiner Vorschuss dein Interesse wecken. Geh zum Sixth Circle, eine Bar auf der untersten Ebene der Stadt. Falls jemand in Cydonia weiß, wo Percival ist, hält sich diese Person dort auf. Die Handelsaufsicht scheint wie das Finanzamt zu sein. Hey, treffen wir uns doch später bei Chunks und essen eine Kleinigkeit. Das Broken Spear ist oben. Lass dich da vorlaufen. Hier haben nur Devils-Veteranen und Co. Zutritt. Doc Walker? Tja, da bist du auf dem Holz. Andy. Du da. Warum sagst du mir nicht einfach, was jemand wie du von... Die Red Devils sind kein normales... Schnupf doch, Kies! Man sieht es in ihren Augen. So oft kommen keine Topsider in meine Bar und behaupten, Leute zu kennen. Was willst du von Dr. Walker? Was? Wurde ihnen etwa ein Schlachtkräuter geschenkt? Du kannst dir gerne verrückte Geschichten ausdenken, aber... Stopp! Selbst wenn ich wüsste, wo er ist, erzähle ich doch niemand dahergelaufenem...
Vielleicht kannst du da ja was machen. Percival hat Schulden bei der Handelsaufsicht. Begleich sie und zeig, dass du mit ihm und den anderen Devils befreundet bist. Und Freunden helfe ich ihm. Schön zu hören. Der direkteste. Angeblich speichert die Aufsicht ihre gesamten Unterlagen und Inkasso-Dateien auf einem zentralen Server in ihrem. Wenn da jemand einbrechen und Percivals Schulden auf, sagen wir mal, ein paar akzeptable 100 Credits anpassen würde, könnte ich die Kosten gerne übernehmen. So eine Anpassung wäre illegal. Diesen Weg sollten wir lieber nicht gehen. Also, willst du losziehen und Dr. Walker helfen? Hey, du, wirklicher Kopfgeldjäger? Komm her. Hab gehört, wie du mit Lou geredet hast. Du hilfst also Dr. Walker? Na, gut, gut. Percival ist ein guter. Pass auf, ich weiß, wie du das hinkriegst, ohne irgendwo einbrechen zu müssen. Wässriger Hämatit. Der Mars ist voll davon. Die Leute halten ihn für Müll. Aber Percival und ich haben an Projekten in den Tiefminen gearbeitet. Zumindest als er noch nicht für die Handelsaufsicht geschuftet hat. Aber wir wissen, wie man ihn nutzbar macht. Und profitabel. Wenn du Octai bei der Aufsicht unsere Forschung gibst, müsste das Percivals Schulden mehr als begleichen. Der sucht immer nach Vorteilen für sich. Ja, das wäre es auch. Es gibt nur ein Problem. Wer hätte das gedacht? Wir konnten die Forschung nie abschließen. Spacer haben sich eingenistet und uns vertrieben. Oh je, ich glaube, ich weiß, wohin das führt. Aber wenn du sie beseitigst, kann ich dir zeigen, wie du die Forschung fertigstellst. Dann kannst du sie der Handelsaufsicht geben und die Leute haben wieder Arbeit in den Tiefminen. Es gibt wieder Jobs. Ich werde ein moderner Volksheld und muss... Ja, ja! Der Zugang zu den Tiefminen liegt außerhalb der Stadt, ist nicht weit. Du musst wahrscheinlich nicht mal dein Schiff nehmen. Wir waren beim Hauptbohrer. Wenn du den Spacer-Anführer ausschaltest, dürfte der Rest die Botschaft verstehen. Melde dich danach über das Kommfeld bei mir. Dann kann ich dir zeigen, wie du die Forschung zu Ende bringst. Also entweder einbrechen und hacken oder Leute töten. Ich bin für Leute töten. Ganz klar bin ich für Leute töten. Hoffentlich störe ich nicht. Mein Schiff nehmen, hat er gesagt. Alter, Dicker, das sind 1000 Meter. Lass das lieber, bevor du noch jemanden triffst. Ich würde gerne mit dir reden. Hey. Erinnerst du dich, was du mir gesagt hast? Dass die Artefakte... Tja... Mir war dieses Erlebnis zwar nicht vertraut, aber deswegen muss das für meine Vorgängerin noch lange nicht gelten. Bis dann.
mit dir über etwas reden. Ja? Naja, lassen wir den mal hier stehen. Das war jetzt eher nicht geplant.
führen tiefer in die Mine. Hoffentlich merken wir uns den Weg zurück nach oben. Na, ich bestimmt nicht. Sind irgendwo Medikits in den Hütten oder was? Das ist doch zum Blöde.
Du hast keine Ahnung, womit du es zu tun hast. Pinsel und Gnade. Warte, hast du das gehört? Natürlich kein Medikit mehr. Geht's ja runter, aber gut, wie schön ist denn das durch? Ja. Aufflug hier. Scheiße, wir sind doch noch nicht fertig. Fuck. Ich dachte, das hat gereicht, dass wir den Idioten ausschalten. Nee.
wieder einer. Dass es hier keine Medipacks gibt, ist doch scheiße. Ja, habe ich. Also, um die Forschung abzuschließen, brauchst du eine Hämatitprobe, die du durch den Drescher laufen lässt. Nimm dir einen Lasercutter und geh zurück in die Kammer, in der du reingekommen bist. Der Drescher ist die große Maschine im Raum daneben. Der Startcode lautet Ares 2330. Erledige das, dann ist Percivals Name in 0, nichts reingewaschen. Und der Aufzug ist bitte wo? Nein! Wir sagen mir nicht, ich bin wegen dem kleinen Sturz gestorben. Das ist nicht euer Ernst. Ja, und schon wieder gestorben, ist klar.
Nein, jetzt schon wieder. Na gut, ich würde sagen, wir beenden dieses Video mal an der Stelle. Ihr müsst euch das ja jetzt nicht nochmal angucken. Wir sehen uns dann beim nächsten Teil wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Tschüss.